Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutz bei der Part Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich bin das MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier uns das Ziel gesetzt, hier die Leute hier von Soma zu retten. Zack. Und das haben wir auch bis jetzt ganz gut gemacht, ganz gut hinbekommen. Denn wir haben schon 2 von 3 hier gefunden und nun schnappen wir uns hier noch den letzten. Aber davor würde ich ehrlich gesagt ganz gerne den Wolf da eliminieren. Er will das aber scheinbar nicht. Dann machen wir das. So. Da steht jetzt echt, der gammelt unter mir, Mann. Also, steh auf, mein Bub. Und dann geht's wieder heim, oder? Weil du wirst nicht von Wölfen gefressen. Also, wir haben einige Volksmänner von Soma gerettet, was ganz cool ist. Ich hoffe, du kannst den Wolf bezwingen. Ich habe nämlich keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Aber der Wolf hat scheinbar auch keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Also, Mami Wolf ist bezwungen. Und das ist gut. Jetzt würde ich mal sagen, haben wir wieder viel zu viel schon wieder storymäßig was gemacht. Und das müssen wir... Zeit für Raubzüge, Mann. Hey, oh, wir sind die Wikinger und... Hä? Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. Helft sie mir jetzt? Die helfen mir nicht mal. Die helfen mir nicht mal. Ich könnte hier ein bisschen Unterstützung brauchen. Also ich hätte gar kein Problem, wenn ihr mir helfen würdet, gell? Zack. Oh, der arme Kopf. Ich finde es so nice, man. Meine Leute stehen halt einfach da, direkt neben mir und ignorieren einfach, dass ich da angegriffen werde. Ich finde aber die Gegner nicht. So, das sind diese miesen Banditen. Das sind ganz schön fiese Gegner. Weil die laufen immer zurück und das Einzige, was sie eigentlich machen, ist sich hier verstecken. Finde ich gar nicht cool. Du weißt, dass wir der Clan der Raben sind, gell? Oh, danke. Der schmeißt dich gerade selber ins Meer. Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff. Also, habt ihr gut gemacht, Friendos. Aber ihr könnt euch noch ein bisschen plündern. Ich wollte jetzt eigentlich einen großen Raubzug wieder mal machen. Aber irgendwie wird mir das nicht vergönnt. Deswegen gehen wir lieber dahin. Nein, nein, passt schon, passt schon, passt schon. Plötze. Jeder Schuss muss sitzen. Das Monster aus dem Sumpf Ivor kommt hier angerückt. So, vielen Dank für die schönen Pfeile. War ich das? Das klappt schon wieder. Das klappt schon irgendwie wieder nicht. Waffenknecht. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man gegen Ritter kämpfen muss. Uiuiuiui. So. Läuft.
doch eigentlich ganz gut. Ich will eigentlich nur die Schätze holen, Mann. Es ist... Ach, das... Ihr seid mir coole Handwürstel. Ihr seid mir echt so coole Handwürstel. Ignoriert einfach mal den großen Ruf der Schlacht hier. Man muss echt nur den. Man muss eigentlich wirklich nur den Bogen upgraden, Mann. Es ist die effektivste Waffe. Kannst du einen Stealth-Attentat machen? Was erwarte ich denn? Was erwarte ich denn? Ja, ey, boah, der kann sowas nicht. So, gibt's hier eigentlich irgendwo einen Eingang? In diesen Kapuff. Ich finde echt den doofen Eingang nicht. Oben ist keiner. Da ist keiner. Zu langsam. Und dieses Anzünden erst, oder? Ich meine, theoretisch könnte man wirklich... kleine Ausflugsschule. Könnte man in jedem Kampf ja immer unsere Freunde holen. Das wäre eigentlich die leichteste Methode, hier zu kämpfen. Aber das ist ja was. Das ist ja langweilig. Ja, ich check's nicht. Ich finde weder die Schätze, noch finde ich den Eingang zu den Schätzen, noch finde ich irgendwas. Ach, den, okay, den muss ich looten, oder? So. Da haben wir schon mal das. Reichtum, okay. Aber irgendwo muss es doch hier einen Weg reingeben. Muss ich das anzünden, oder? So. Habt ihr davor. Wir wissen wahrscheinlich selber, bis die in die Hütte reinkommen. Also, ganz ernsthaft, man kann doch eine Tür. Ah, da ist doch eine Tür. Okay. Nicht immer so beschweren. Einfach mal die Tür suchen. Okay. Keine Ahnung, was die hier ekliges treiben, aber es sieht nicht gut aus, Mann. So, ihr wisst gerne wissen. Irgendwas ekliges. So, aber den Schatz blenden wir gerne. Okay. Jägerhose. So, ich wollte eigentlich einen Raubüberfall machen. Oder Raub. Oh, ich glaube, da habe ich irgendwas kaputt gemacht. So, aber jetzt ist schon die Mission schon wieder näher. Aber die ist noch näher. Oh mein Gott, sie sind überall die Missionen. Deswegen gehen wir jetzt hier als nächstes zu der Mission. Ich sage ja, die Events gehen uns einfach nicht aus. Und wir tun nur noch unseren Boden ab, Bogen upgraden. Ich habe jetzt meine Axt komplett abgegradet. Ob sich das gelohnt hat, wahrscheinlich eher nicht. Nahkampf plus 4. Ah, haben wir hier mal sinnvolle Fähigkeiten. Fortgeschrittener Mönchmann. Töte Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff. Aha, okay. Quick Damage Event. Oder so, zumindest in der Art. Weiß ich wieder nicht, was ich davon halten muss, aber zumindest vielleicht. Es gab ja in Assassin's Creed Origins, gab es immer dann das verstärkte Attentat. Da musste ich dann mich hinstellen und so eine Weile Dreieck gedrückt haben. Und dann hat man einen stärkeren Angriff gemacht. Wahrscheinlich wird das so dasselbe Spielchen sein. So, also das sollte ein Artefakt sein. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Ich dachte, das wären Orte einfach. Aber das müssten dann Artefakte sein. Oh oh. Achso, das, ich dachte, das wäre ein Bär. Dabei war es nur ein Reh. Ein großes Reh, liebe Leute. Können einfach mal keine Gegner sein. Auf diesem Land lastet ein dunkler Seder. Das ist doch eine Falle. So, ihr seht, da unten war alles vergiftet. Keine Zeit für Flüche. Aber der Gifttümpel, der verschwindet nicht. So nett, dass ich da einfach reinlaufe. So. Dann gehen wir rein und dann geht's wieder auf... Ach, die Mission ist 1400 Meter. Nee, passt schon. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Land. Alfheim, sagst du? Hast du den Trank eines Seers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Und am Ende
wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das höchste aller Reiche? Höher als Valhall selbst. Die magischen Schalen von Muspel, entflammt von Lichtalben, leiten mich. Wir werden das Weitblau zusammen sehen. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Ah, ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hier sind sie. Bist du von hier? Ich komme von Sälund und schloss mich Gudrums Zug durch die Sümpfe an. Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich zurück. Was ist mit deiner Familie, deinen Freunden? Die sind in Sälund. Aber sei es drum. Ich habe die Lichtalben. Mich lieben und für mich sorgen. Wir sind schon so nahe. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Ja, das ist der Weg. Zum Weitblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenross wird uns weiterbringen. Unliebsame Aufmerksamkeit der dunklen Alben auf uns ziehen. Oh, wie sie mich heimsuchen. Du hattest recht mit den Dunkelalben. Für Odin! Die Dunkelalben sind zurück. Zeig keine Gnade. Zermalme ihre Schädel, kleine Krüge. Schneid ihnen die großen Ohren ab. Okay, wir sind Game Over. Bitte, lasst mich das Wiedblein finden. Ihr üblen Dunkelalben, verderbt es mir. So. Alter, von hinten. Sehr gut, ich brauche Pfeile. So, sehr schön. Leute, ich habe keine Pfeile mehr und ich muss hier gegen Dunkelelben kämpfen oder was, Mann? Spinne hier! Da, das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder vielmehr tat er es, bis die Dunkelelben kamen. Bitte sind da hinten nicht noch mehr. So, okay. Genug Dunkelalben für heute. Das Weitblau gehört dir. Geh in Frieden, alter Dränger. Ah ja. Das Reich ist sicher. Vorerst. Leb wohl, Dränger. War mir eine Ehre. So, Weg zum Weitblau. Abgeschlossen. Okay, und ich bin schon wieder von meinem Weg abgekommen. Oh mein Gott, da ist schon wieder ein Event. Lass mich doch in Ruhe, aber die Events sind... Ich finde die alles interessant, Mann. Das sind so coole Geschichten immer hier. Und hier ist schon wieder so eine nette Geschichte hier. Das tat mir zwar ein bisschen leid, aber... trotzdem. Sehr nice Geschichte, kann man nichts dagegen sagen. So, also. Dann gehen wir gleich hier zu der Mission. Ich brauche unbedingt Pfeile. Oh mein Gott, Mann. Ohne Pfeile kann ich doch nicht kämpfen. Diese Waffenknechte sind echt fies, Mann. So, okay, das ist hier eine Siedlung, die können wir erobern. Das können wir, würde ich sagen, mach mal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon in einem Territorium, wo die Gegner überlevelt sind. Wenn ja, habe ich ein ganz kleines Problem. Schwimmt da was mit mir im See? Oh mein Gott. Ah, Fische, die müsste ich eigentlich jagen. Pfeile, sehr gut. Oh mein Gott, Pilz-Challenge. Okay.
Also wir brauchen erstmal hier eine. Bring einen Zettel. Keine Ahnung. Wir haben hier leider noch keine Botschaft gefunden. Aha, warte mal. Okay, das Tor. Das ist an. Das ist kaputt. Das Tor ist da. Und das ist auch da. Das ist nur die Frage, was das bedeutet. Oder ist das auch kaputt? Da bin ich mir unsicher. Also ich glaube, das hat was mit den Toren da hinten zu tun. Vielleicht müssen die aber auch blau sein. Und die dann rot. Blau. Blau. Rot. Genau. Aha, so habe ich es jetzt geschafft. Feuer ist ein Segen für den, der von weit her kommt, mit fröstelndem Knie und nach Kost und Gewand sich sehnt. Wisst ihr, was so nett ist? Jetzt bin ich da wieder fast angekommen, wo ich angefangen habe mit meinem Abenteuer. Schau ich das an? Ist voll cool, mal da hinten ist mein Schiff. Und irgendwie schließt sich alles wieder zusammen. Also, jetzt mache ich aber erstmal hier eine Eroberung. Da! Denn liebe Leute, Mann, wir haben schon hier 2 Minuten immer gekämpft. Das geht doch gar nicht. So, ich halte mich jetzt aber erstmal voll. Aber es wahrscheinlich dumm war. Doof ist, aber egal. Der eine, der flieht schon. Schauen wir uns nur kurz das Level an von der Location. Aber ich denke, das ist Level 20. Jo, das sollte man locker schaffen. Also. Zeit loszulegen. Es gibt kein Verstecken. Vor den Wikingern. Odin nimmt ihre Seelen. Wir nehmen ihr Silber. Der Spruch war nett. Der Spruch war nett. Ich nehme mir lieber das Gold. Oh, habt ihr meinen Move gesehen? Von oben bin ich auch wieder runtergehüpft. Ja, sehr nice. Und danke für die Pfeile. Also, erobern wir wieder ein Kloster. Jetzt fange ich mal wieder an mit meiner blöden Serie Vikings an. Hat er auch alles damit bekommen, dass Ragnar Lodbrok hier nach England gekommen ist und dort in ein Kloster an der Küste von Wessex eingedrungen ist. Ei! Ich stehe doch 3 Meter weg. Zack. Mit einem blöden Hammer. Geht schon wieder, oder? Mach dich nützlich. So. Schön, Kombo-Hieb. Ich verstehe nur nicht immer, wo sie ihre Speere immer herholen. Wir machen ihren Speer kaputt und dann auf einmal haben sie einen neuen. Weg! Oh oh. Ihr könnt euch mit auf den draufhauen, gell? Komm. Und das war ein schöner Hieb. Und das war's. Komm, einer noch. Wum! Übertreibt's halt. Schade. Oh, hätte ich ein Betäubungsmanöver wieder machen können.
Bitte nicht in die Flammen rein, ha? Bitte nicht in die Flammen rein. Okay, komm. Ich drücke im ersten Moment jetzt selber erstmal den R3-Stick, weil ich hoffe, dass da Exekutionsmanöver kommt. Ich hätte es nämlich auch machen können, gell? Hey, ich krieg ja da nicht mal Erfahrung dafür. Alter! Das finde ich gerade gar nicht nice, Mann. Also das Bein zu zielen ist echt schwer. I was a great adventure, but then I took an arrow in the knee. Da kommt der schon wieder. Hallo! Keine Ausflucht! Oh. Aber ich hoffe, wir können noch unsere. Oh, der hat. Falle, der den Stecker hat. Okay. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ich einfach keine Erfahrung dafür halte. Das finde ich voll madig, Mann, wenn meine Teammitglieder dass ich töten, dass ich keine Erfahrung halte. Ist da noch einer? Hacht hier einfach nur so auf irgendwas drauf? Keine Ahnung. Aber wir sind ja gute Wikinger. Frauen und Flüchtlinge lassen wir in Ruhe. Nur alles, was ein Schwert hat, töten wir. Oder alle, die Nudisten sind. Tote Nudisten! Los, ich brauche hier Hilfe. Ja, das gehört mir. Rohmaterialien, sehr schön. So. Das ist aber da nichts mehr. Okay. Kämpfen da noch ein paar, oder? Möchtest du. Ist es so schwer da. Ist es so schwer da drauf zu gehen, ne? Liebe Leute, Mann. Buddies, wo seid ihr? So. Das ist knapp ganz so nice, Mann. Bitte. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Aha, aha, aha. Hat jemand mal mitgedacht hier von den Gegnern, oder? Haben sie mal ihr Dürkezug gemacht. Aber hier geht's auf, Mann. Ich hoffe, wir können noch unsere Truppe aber irgendwann mal individualisieren, dass wir irgendwie die Leute, die wir halt innerhalb der Story finden, dass die sich hier unserer Crew anschließen. Es war ja ein Odyssey aus, aber es war halt ein Odyssey so blöd, weil, wie gesagt, keiner eine richtige Rolle hatte. Von den Crewmitgliedern. Halt immer nur, die haben ja immer in diesen Side-Stories angeworben, aber dann, wie gesagt, waren sie ja nicht mehr da. Da waren sie ja nicht mehr so gut wie nie, nicht mehr existent. Und das hoffentlich machen sie hier dann ein bisschen besser, dass ich hier halt wirklich Crewmitglieder anwerben kann und die dann auch. Ich meine, ich kämpfe hier wirklich mit denen. Das hat ja auch deutlich mehr dann. So ein Rastafari Man hier. So, 20 Rummaterne und 20 Vorräte, das ist aber echt wenig. Ja, jetzt haben wir wieder Pfeile, Mann. Jetzt können wir spielen. Alles gut, Buddy. Geht schon, oder? So, wir haben jetzt noch einen Schatz da hinten. Da ist ja erst die große Kirche. Ich brauche hier mal Hilfe. Irgendwo ist aber nochmal so ein richtig fetter Typ. Ich weiß noch, als wir da in Nordwege noch waren und einfach mal so ein gigantischer Typ gekommen ist, der halt wirklich so riesig aussah. Ja. Was ist jetzt los? Hey, hierher! So, was habe ich erwartet? Okay, mein Morgenstern. Aber gegen zwei hat er leider auch keine Chance. Also! Dann
ist unser Raubzug, ich denke, schon erfolgreich hier gewesen, oder? Eine reiche Ernte. Stimmt, man hätte es wegschieben können, aber stimmt, der hat es mir gerade schön gezeigt, wie ich, was ich machen muss. Ich muss einfach nur da rüberklettern. Alles gut gemacht, mein Buddy. Also. Ich brauche Unterstützung. So, da, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Assassin's Creed Valhalla und wir erobern danach den Ort hier dann zu Ende. Aber Großteil der Feinde haben wir schon bezwungen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.